Alte Klaviere und Flügel warten auf ihre Reparatur. Hier in der Werkstatt des Klavierbauers David Klavins, südlich von Stuttgart. Täglich restauriert er historische Instrumente. Und immer wieder fällt ihm dabei auf, dass sich der Klang in den kastenförmigen Klavieren nicht richtig entfalten kann. Das will er ändern. Der Visionär tüftelt an einem Tasteninstrument der Zukunft. Eins, das so noch niemand gebaut hat. Mein Ziel ist auf jeden Fall, das kann man sagen, das bestklingende Instrument zu bauen, das überhaupt existiert. Und natürlich ist es kein objektiver Maßstab. Was ist das Beste, der beste Klang? Man kann das so objektiv nicht feststellen, aber ich will selber zufrieden sein. Ich will für mich sagen können, das ist das Maximum, was man aus einem Klavierklang machen kann. Die Eckdaten des geplanten Modells 450. Es soll wie eine Orgel vertikal stehen, so hoch wie zwei Stockwerke werden und rund 800 Kilogramm wiegen. In diesem Bild sehen wir die Hauptzeichnung des 4,50 Meter Klaviers. In dieser Höhe hier sehen wir das Podium, das ist knapp 3 Meter über dem Fußboden. Hier ist ein Klavierstuhl, damit man sich in etwa vorstellen kann, wo der Pianist sitzt. Universität Tübingen. Hier steht Klavins Vorgängermodell des geplanten Superklaviers. 1987 erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Modell 370 ist 3,70 Meter hoch und gilt aktuell als das größte Klavier der Welt. Die Saiten sind bis zu dreimal länger als bei normalen Klavieren. So wird der Klang voluminöser. Doch das geplante Modell soll noch besser klingen. Für meinen Geschmack ist das tiefste A, obwohl das schon sehr gut ist und besser als jedes andere tiefe A auf der großen weiten Welt, möchte ich das noch besser haben. Ich möchte es genauso klar haben wie das eine Oktave höher. Immer wieder nutzen Künstler das Klavier für ihre Aufnahmen. So wie Ende der 80er Jahre der polnische Pianist Sławomir Kowalinski. Einige Musiker haben auf dem Klavier ganze Alben eingespielt und sich danach darauf verewigt. Etwa Thomas Lewis, Gülsin Onay oder Nils Frahm. 4 Nächte lang hat sich der Berliner Produzent Nils Frahm im vorigen Jahr mit dem Klavier eingeschlossen und einfach drauf losgespielt. Herausgekommen ist das Album Solo, das gerade erschienen ist. Statt Bach und Chopin immer perfekter spielen zu wollen, bastelt der klassisch ausgebildete Pianist lieber an neuen Klangwelten. Klavier mit elektronischen Sounds. Das Modell 370 von David Klavins gefiel Nils Frahm auf Anhieb. Mein erster Eindruck war natürlich überwältigend. Das Gerät ist sehr groß und raumfüllend. Und man muss ja eine Treppe nehmen, um überhaupt auf das Klavier raufzukommen. Und diese sage ich mal, Besteigung ist schon ein feierlicher Moment. Also ich weiß noch ganz genau, wie ich das erste Mal die Treppe hochlief und mich hinsetzte und noch mal 5 Sekunden innehielt, um dann einfach die ersten Töne zu spielen. Das war schon ganz groß. Nils Frahm hat sich von David Klavins Idee anstecken lassen, ein noch größeres Klavier bauen zu wollen. Um das Projekt zu unterstützen, hat er dieses Jahr den 29. März zum Piano Day erklärt. Im Internet kann man sich über das geplante Modell 450 informieren und das neue Album von Nils Frahm downloaden. Wer will, spendet im Gegenzug Geld für das neue Klavier. Bei Klavierbauern ist, dass sie sehr in der Vergangenheit hängen, sehr ängstlich sind mit Veränderungen, als könnten sie sich nicht losreißen von dem, was andere Menschen damals entwickelt haben. Und ich hoffe, dass das Klavier so toll wird und so gut wird, dass es nochmal in die Klavierbauerszene ein Signal sendet, aber auch in alle Bereiche ein Signal sendet, dass man einfach sich nicht zufrieden gibt, dass man auch an sich selber glaubt, dass man selber großartige Dinge noch großartiger machen kann. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden musikalischen Querdenker Nils Frahm und David Klavins. 2014 entstand Una Corda, ein Miniklavier aus Edelstahl. Entworfen von David Klavins für Nils Frahm als leichtes und kompaktes Reiseklavier. Perfekt für seine weltweiten Konzertreisen. Auch wenn David Klavin vor 25 Jahren schon einmal ein einzigartiges Klavier geschaffen hat, ist er immer noch auf der Suche nach dem perfekten Klang. Mein Vorbild ist der Orgelbau. Man hat bei der Orgel auch nicht gesagt, nee, das ist ja viel zu groß, wir können ja keine Pfeifen von 12 Metern einbauen, das hat keinen Sinn. Man hat konsequent groß gebaut, um den maximalen Orgelklang zu realisieren. Und Analoges habe ich mit dem Klavier vor. Ich möchte den Klavierklang
schöpfen und freue mich jetzt schon auf die Musik, die ich im Geiste hören kann. Das neue Klavier soll am Piano Day 2017 vorgestellt werden. Und bis dahin bleibt das Modell 370 das größte und vielleicht auch das bestklingende Klavier der Welt.